Jodo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flife, und wir machen heute tatsächlich jetzt doch schon Blade, ja. Ich habe tatsächlich gestern noch relativ schnell die 80% geschafft. Eigentlich hatte ich es gar nicht vor, da habe ich mir gedacht, wow, es geht ja voll schnell. Nach den Amps noch, also mit den Amps habe ich noch so 45% gemacht und habe dann eben gemerkt, dass es noch relativ schnell geht. Also 45% auf 80, 35% ist jetzt echt nicht viel. Da haben wir noch ein bisschen gelevelt, hab mir gedacht, mache ich den Rest morgen, aber dann habe ich, ehe ich mich versah, hatte ich schon die besagten 80%. Und ja, wir haben sogar 81 tatsächlich, 81,13. Und jetzt muss ich noch kurz die Droids rausdroppen, muss jetzt den ganzen Scheiß hier noch auf die Bank legen. Wir haben tatsächlich nur 44 Garda, da fehlt sogar noch eins, dammit. Aber ja, G-Sword ist am Start, ja. Können wir aber erst gleich anziehen, wenn wir die Droid-Quest abgegeben haben, aber das ist jetzt sowieso gleich der Fall. Und ja, das ist eigentlich immer der coolste Weg, Level 60 zu werden, weil, keine Ahnung, man levelt es halt nicht, sondern man gönnt sich es einfach bei der Lurif, der alten, coolen Frau. Und yo, gönnen wir uns, ich weiß gar nicht, wie viel Pender es gibt, 30.000, glaube ich. Okay, 177.000, fast. Ja gut, ja, ich war noch auf dem Stand von Level 30, als ich das jetzt mal Quests abgegeben habe, mit dem Char. Ich sammle immer zu viele, ich denke immer, dass 45 sind, aber ich weiß auch nicht. Meistens ist es dann immer so, dass du zu wenig hast, deswegen sammle ich sammle immer lieber mehr. So, scheiß drauf, bisschen Petfood. Und ja, jetzt schon mal das G-Sword Equipment, das ist tatsächlich ein ziemlicher Damage Boost und tatsächlich ist es in allen Werten besser, was eigentlich ziemlich crazy ist, weil das Sword, das Silver Sword ist ja auch ein Green Sword, aber ist natürlich wesentlich schlechter. Also es gibt 12 Attack Speed, 6 Crit Rate, 10 Crit Damage, 1 Schadensreflexion und 10 Treffsicherheit. Die GX gibt fast genau das gleiche, nur auf Crit-Rate fokussiert, und deswegen mag ich die Combo auch so gerne von den beiden Waffen, weil die gibt dir 16 Crit-Rate, nur 6% Attack-Speed, 6% Schaden und der Rest ist gleich. Crit-Schaden. Ich hab grad voll den Frosch im Hals, ne? Ich kann gar nicht reden. Genau, und die Combo ist halt so geil, weil die GX gibt mehr Crit-Rate, das G-Sword gibt mehr Attack-Speed und Crit-Schaden. Ja, gut, Crit-Schaden sind nur 4%, dafür ist die Crit-Rate um 9% höher bei der GX, aber was bringt dir, wenn du jetzt 30% Crit-Rate hast, dann aber wesentlich weniger Crit-Damage, ja, also das ist immer so mein Argument, und wir werden jetzt trotzdem das G-Sword nehmen, eigentlich aus keinem bestimmten Grund, einfach nur aus dem Grund, dass wir die Sword-Skills max haben und die X-Skills nicht, deswegen können wir es gar nicht anders machen, und genau. Dann müssen wir natürlich mal mit Bladenmeister reden. Ist tatsächlich noch gar nicht mal so ultra lange her, dass ich das letzte Mal Blade Quest gemacht habe. Lesen wir uns übrigens nicht durch, das haben wir jetzt gleich oft genug gemacht. Ich dachte jetzt schon was, ich muss ihn noch auch dafür töten. Wäre ein bisschen blöd. Ach, Schwachsinn. Naja, der ist bei den Hopere. Und zwar habe ich das letzte Mal auf Clockworks tatsächlich gemacht mit meinem Spielestyler Blade dort. Wer sich daran noch erinnern kann, ist noch gar nicht mal so lange her, ist jetzt ein Jahr, 3 Monate her. Eigentlich ist es schon ziemlich lange her, wenn man so drüber nachdenkt. Vor allem Clockworks allgemein, der Server ist schon relativ alt. Eigentlich schon wieder voll abgedroschen. Da spiele ich schon wieder kein Mensch mehr drauf, weil das aber scheiße ist. Naja, ich darf das, ja. Ich darf das. Nee, aber ja, ist noch nicht so ultra lange her, wie zum Beispiel beim Knight. Die Quest ist ziemlich lange her, da weiß ich gar nichts mehr von. Naja, jetzt habe ich das Schwert nicht auf die Bank getan. Dammit, egal, machen wir dann später. Food hoffe ich reicht für Vene, aber deswegen fliege ich auch gerade mit dem Leech so halb hinterher. Also ich werde mit dem ein paar Mal stoppen, dass ich mit dem nicht die Orientierung verliere, aber mit dem probiere ich jetzt auch gleichzeitig zu Vene noch zu fliegen, da ich ja Buffs brauche. Also ich brauche Heap-Up Max und die Buffs von der halten nicht lang genug, dass wenn ich mich jetzt buff, dass der dann auch noch in, was weiß ich, wie lange ich für die Quest brauche, 15 Minuten noch hält. Das ist leider nicht der Fall, deswegen muss die da jetzt auch hinfliegen. Kann ich aber ganz gechillt machen, zum Beispiel jetzt beim Blinkwing benutzen, kann ich wieder ein bisschen lenken. Ah, da kommt Reis nicht die beste Gegend zum Durchfliegen, zumindest nicht der Anfang, aber das... Ja, später geht es dann, das ist ja nur noch offenes Gebiet am Anfang bei den Hopper. Das ist mega behindert. Ja, aber eine Sache, die ich jetzt ansprechen will. Während wir so viel Zeit haben hier beim Rumfliegen und... Ach, wo fliege ich hin? Ich muss jetzt auch.
ist, dass schon wieder jemand gemeint hat, ja, Flife ist tot und auf Morphi spielt ja keiner mehr. Oh, ich war in SM, Darkon und Flaris, das sind ja gar keine Shops. Wo sind denn alle Leute? Niemand war da. Ich habe einen Spieler gesehen, keine einzige Party. Totes Spiel, scheiße, bla bla bla. Kennen wir ja alles schon, ja. Wird seit ungefähr gefühlt 5 Jahren kommentiert, obwohl ich erst seit 4 Jahren Videos mache. Von Flife sogar erst seit 3 Jahren, aber egal. Jedenfalls, wollte ich dazu nochmal allgemein wieder sagen, also ich verstehe halt, also das ist einfach der Grund, also das ist einfach die Kern, das Kernding, was bei mir einfach auf Unverständnis und einfach auf, ja, Aggressivität, kann man sagen, stößt, weil, was mich an der Aussage einfach aufregt, ist halt, dass es einfach, es stimmt halt einfach nicht, ja, es ist einfach nur dahergelaberte Scheiße und niemand schreibt halt dazu, welcher Server es ist. Wo sie drauf waren, wo sie angeblich niemanden gesehen hat. Ja, also ich habe das Gefühl, dass alle auf Hydros sich einloggen, aber lustigerweise, wenn man sich Flife download, ist Hydros auch, meine ich, das erste, wo du dich einloggen kannst. Also ist ja automatisch, da. Ist ja automatisch ausgewählt am Anfang und das ist tatsächlich Hydros und ich habe echt das Gefühl, dass die alle, die irgendwie neu sich wieder ins Spiel einfinden, sich auf Hydros anmelden, sich einen neuen Char machen und sich dann wundern, oh, wo sind denn alle, ja, also, ja, da fehlen mir einfach nur die Worte, ja, dass man nicht mal alles selber durchschaut, also wenn man wirklich denkt, da ist ja kein Mensch mehr, warum ist das Spiel überhaupt noch online, dann würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ja, vielleicht ist das ja nur der eine Server, vielleicht sollte ich mal noch einen anderen Server auschecken, aber anscheinend macht das kein Mensch, aber es ist wirklich crazy, weil so viel wie momentan, war seit gefühlt einem Jahr nicht mehr los. Also ich meine, ihr habt es ja gesehen, letzte Folge, wo ich übrigens den Titel verkackt habe. Ich weiß, das Level war falsch. Das ist das Problem, wenn man immer nur Copy-Pasta macht, aber naja, passiert. Auch den Besten von uns, also mir. Ja, traurig aber war, ich weiß. Nee, war ein Fail, ich habe es aber geändert. Das heißt, spätestens morgen weiß das keiner mehr. Aber... ja, ist einfach so eine Sache, die mich persönlich aufregt, weil das Ding ist, ich meine, ich habe das schon oft angesprochen, aber das Problem ist halt, egal wie oft du es ansprichst, es passiert einfach immer wieder. Ich meine, ist ja logisch, ich meine, jemand, der nicht Flife spielt, wird sich wohl kaum alle Flife-Videos anschauen. Reigns. Was? Nein. Ist einfach nur komisch, solche Leute, aber es, also der letzte, wo es jetzt geschrieben hat, ich meine sogar, der hat dazu geschrieben, er war auf Devos. Oder er war auf dem Server, wo ich spiele, hat dazu, irgendwie sowas hat er geschrieben, ja. Und da wundert es mich schon, weil er hat ja wirklich geschrieben, keine Shops, kein einziger, also da nicht mal auf Channel 4 ist niemand, das ist das Lustige. Also ich bin ja öfter auf Channel 2, Channel 3, Channel 4, um zum Farmen oder um bei Zonenwechsel kein DC zu bekommen, weil ich kriege sau oft, wenn ich auf den Markt auf Channel 1 gehe, weil zu viele Shops sind oder weil zu viele Leute on sind oder so samstags oder so, kriege ich immer DC. Also kann ich nicht auf den Markt gehen auf Channel 1, das ist einfach mega RIP. Ich weiß nicht, ob das bei einem so ist. Ich weiß, bei manchen ist es so auch. Bei manchen ist es so immer, lustigerweise. Das hätte ich auch nicht gern. Aber bei mir ist es tatsächlich nur auf Channel 1 so. Oder zumindest ist es auf Channel 1 am schlimmsten. Ich glaube, auf Channel 2, 3, 4 ist es auch schon ein paar Mal passiert. Aber das ist auf Channel 1 mit Abstand am schlimmsten. Jetzt habe ich kein Element mehr auf der Karte. Das ist natürlich auch bitter. Ich habe nämlich keine Elementkarten mehr. Tja, Fail. Habe ich gerade Elemente auf der Karte? Element auf der Waffe, würde ich natürlich sagen. Naja, für die brauche ich kein Empower-Weapon. Aber ja, also ich sehe auf Channel 2, also auf Channel 2 chillt immer die halbe Gilde Miracle. Die chillt immer vom Gildenhaus und farmen Dungeons. Deswegen sehe ich die immer, weil ich ja farme auch immer Dungeons und gehe auch immer zum Gildenhaus, zum Gildentele. Und ja, es ist einfach überall jemand. Also niemand, okay gut, auf dem Markt auf Channel 2 bis 4, da ist vielleicht wirklich kaum bis niemand einer. Aber, ja, also solche Aussagen, ich meine, man sollte es einfach ignorieren, aber es ist einfach, also, dass es halt so viele Leute sind, also das irgendwie einfach, ja, es klingt hart, aber sind die alle dumm, habe ich das Gefühl, also. Und dass man halt erwartet, dass jetzt 9 oder 8 Jahre später, als die das Spiel gespielt haben, denken die sich nicht so, wow, es ist noch so viel los nach 8 Jahren, denken die sich, Alter, es ist gar nichts mehr los, das Spiel ist 8 Jahre alt, wieso spielt das keiner mehr? Also einfach nur, das, oh, der Witz, ich weiß es halt nicht, Mann. Was muss da in seinem Kopf abgehen, dass man das nicht nachvollziehen kann? Also, natürlich spielen das weniger Leute als vor 8 Jahren. Ja, vielleicht, weil alle anderen Spiele mittlerweile, die rauskommen, einfach grafisch und
spieltechnisch einfach besser sind, weil man halt in Flife so abnormal viel farmen muss, um mal irgendwas zu erreichen. Ist halt bei den neueren Spielen nicht so, aber ich persönlich finde die neuen Spiele alle scheiße. Also ich finde kein einziges neues MMORPG gut. Mittlerweile kann ich das eigentlich fast nicht mehr sagen, weil zum Beispiel 2016 habe ich nicht ein neues MMORPG mehr runtergeladen oder gespielt. Auch eigentlich Ende 2015 auch nicht mehr. Das letzte, was ich angezockt habe, war Carbide 2, als es relativ neu war und das war richtig scheiße. Aber ja, mir sagen einfach auch die Trailer und so. Also ich denke, das ist halt der Witz bei den neuen Spielen vor allem. Die Trailer, ich denke mir immer so, boah, ist das Spiel geil, Alter. Das, oh, der Trailer, man, der nimmt sein Schwert und rammt es ihm volle Kanne. Boah, ich will das Spiel spielen. Dann lade ich es mir runter und es ist so langweilig wie ein Haufen Scheiße. Ja, wirklich, es ist so scheiße. Das Kampfsystem ist scheiße. Alles ist scheiße. Die Grafik ist scheiße. Der Trailer hypt dich so auf das Spiel ein. Und das Spiel ist einfach nur richtiger Rotz, ja. Und das kotzt mich so an bei den neuen Spielen, ja. Weil der Flife-Trailer, der ist Rotz, ja. Aber so muss man es halt sehen, ne? Ich meine, das Spiel ist nicht Rotz, das will ich jetzt nicht sagen, ja. Aber der Flife-Trailer ist halt einfach nur übelst der... Weiß gar nicht, ob den überhaupt noch jemand kennt. Den mit der Hexe da, die in der Wüste ist und dann von diesen drei... Blades oder Knights oder was das sind, Level 70, 80, 90 und die ist Level 3 oder so und tötet einen Albert. Wird die da angegriffen und dann mit diesem Mana Potion, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe ihn mir selber schon ewig nicht mehr angeschaut, muss ich eigentlich mal wieder machen, gibt es den überhaupt noch auf YouTube, ich hoffe schon. Eventuell habe ich ihn jetzt auch eingeblendet, aber wahrscheinlich nicht, weil ich ein faules Stück Scheiße bin. Egal, jedenfalls der Trailer, ich meine, er war halt mega low budget, aber er war halt lustig und er hat seinen Zweck erfüllt, er hat einfach, du hast dir halt einfach gedacht, hey, vielleicht sollte ich das Spiel mal spielen, sah eigentlich ganz lustig aus, sah eigentlich ganz cool aus, ja. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, der Trailer ist ja... Gut, ich weiß tatsächlich nicht, ob der wirklich 8 Jahre alt ist, also es kann sein, dass der tatsächlich später erst rauskam, also nicht gleich mit Spielstart, aber er ist auf jeden Fall einige Jahre alt, also mindestens 4 oder 5 Jahre alt, mindestens. Weil so lange habe ich ihn schon nicht mehr gesehen, also muss er so alt sein, ungefähr. Aber ja, also so ein Trailer... Der verspricht halt nicht so irgendwie 1000 Sachen, wobei man sagen muss, okay, die Charaktere sehen schon wesentlich besser aus jetzt als so im aktuellen Game. Aber ich sag mal so, die Grafik ist ja so das Wenigste, das mich jetzt bei einem Trailer stört, ja. Weil ich meine, der Trailer sieht immer besser aus, ist ja auch klar, weil meistens ist es nicht mehr wirkliches Gameplay, sondern einfach nur animiert. Also ich meine natürlich schon irgendwas vom Spiel genommen, aber halt dann so ultra aufgepitcht im Nachhinein, dass es halt viel geiler aussieht als das wirkliche Spiel dann. Also so ist halt gemeint von mir jetzt. Und das war da zwar auch so, aber das Spiel an sich, ich meine, sie hatten Albert oder, nein, das war ja mit dem, genau, die Hexe hat ihn ja gerettet, das war ja ein Vagrant, wo den Albert getötet hat, stimmt, so war es. Und die Hexe hat, ah ja, genau, so war das. Wie sage ich eigentlich Hexe, Magierin, also Magier, Mage, whatever. Wo ist eigentlich der Blade, Alter? Jetzt setze ich mal Linsen, ich habe nämlich keine Ahnung. Ach doch, der ist bei Louis, ja, stimmt. Oh mein Gott, den habe ich früher mal nicht gefunden. Oder war das der oder war es der Jester, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden. Der ist irgendwie auf dem Berg, aber ich glaube, das ist sogar der Blade, Alter. Ah ne, der Blade ist bei Shurima. Das ist nicht der Blade, das ist ein anderer. Ich glaube, der Jester ist es. Ah, ich bin mal nicht mehr. Oder ist der? Ich glaube, der ist da nicht mehr. Er ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist einfach neue MMORPGs und Scheiße. Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist einfach, Leute, die keine Ahnung haben, gehen mir einfach nur richtig hart auf die Eier. Ja, ich meine natürlich, ich meine, ich laber auch mal Scheiße über irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe. Macht wahrscheinlich jeder mal. Aber dass es bei Flife halt wirklich keiner nachvollziehen kann. Weil was halt auch noch so nervt, ist halt nicht nur die Tatsache, dass sie halt das schreiben. Ich meine, wenn sie es nicht besser wissen und sich wirklich auf Hydrus einloggen, ich meine, gut, okay, ja, unglücklicher Zufall. Oder blöd, dass halt nur einen Channel ausprobiert hat, aber naja, gut, ich meine, kann das ja nicht besser wissen. Aber das Ding ist ja, die schreiben halt auch noch alle, ja, ich habe ja Flife gespielt und ich habe ja so lange gesuchtet und ich bin ja so ein Pro in dem Spiel, ja. Weiß dann aber nicht mal, dass es mehrere Channel gibt und dass es vielleicht Channel gibt, auf denen weniger los ist und vielleicht Channel, auf denen es mehr los ist. Server meine ich natürlich, nicht Channel. Aber, ja, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden. Das ist einfach nur, es deprimiert einfach nur, über sowas nachzudenken. Und man kann es halt einfach nicht ignorieren, weil es halt einfach immer und immer und immer wieder kommt, ja. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, wenn man fragt, ist noch viel los? Das ist ja nicht das Schlimme. Ich sag ja wirklich, das ist schlimm, wenn man einfach so sagt, Flife ist tot, Flife ist scheiße, bla 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 bla. Weil ich mich da auch frage, warum denkt man dann überhaupt über einen Neustart nach, ja? Wenn man anscheinend ja schon so allwissend ist und weiß, dass niemand mehr spielt und weiß, dass alles scheiße ist und weiß, dass es ein Abzug ist und weiß, dass man nichts erreichen kann. Bla bla bla, also alle diese Sachen, die sie immer sagen, die so schlecht an Flife sind, dann frage ich mich halt, warum denkst du dann überhaupt drüber nach, neu anzufangen? Wenn das so, alles so scheiße ist, dann spiel's halt nicht und dann denk auch nicht drüber nach, es zu spielen.
Es ist halt auch so ein Ding, das ich einfach nicht verstehen kann, ja. Ich meine, wenn ich ein Spiel ultra scheiße finde und einfach nichts an Spaßiges mehr finde, ja, dann spiele ich es nicht mehr. Habe ich schon sau oft gemacht, ja. Ich habe schon so oft Spiele gequittet, in denen ich richtig lange und richtig aktiv war. Ich meine, Shakes and Fidget, da habe ich 5 Jahre lang gespielt und ich war wirklich auch ein Top-Spieler. Also ich war auch Top 100 auf mehreren Servern, mit entsprechendem Geldeinsatz natürlich. Ich habe es auch gequittet. Weil sie haben das Spiel einfach ruiniert und mich hat es halt nicht mehr angesprochen. Ja, es gab noch genug Leute, die es gespielt haben, die es gefeiert haben, aber ich halt nicht mehr. Und obwohl ich extrem viel Geld investiert habe, habe ich es einfach gequittet, weil wenn ich das Spiel nur noch runterziehe und nur noch deprimiert, dann spiele ich es halt nicht mehr, weil das doch scheiße ist. Dafür ist ein Spiel nicht da, dass es dich... Ich meine, du kommst abgefuckt von der Arbeit nach Hause, startest das Spiel und wirst noch abgefuckter. Ich meine, darauf habe ich jetzt nicht wirklich Lust. Also, ja. Einfach so. Keine Ahnung. Ja, vielleicht gibt es einfach Leute, die brauchen das, diesen salzigen Beigeschmack in ihrem Leben, dass sie einfach alles schlecht reden und alles scheiße finden. Er hätte mir die Sachen mitnehmen sollen für Level 60, damit wir sie gleich ausrüsten können jetzt. Aber, naja, flieg mal zurück. Blink mal zurück in die Stadt und mach es dann. Da, dann. Ich denke mal, der Vene wird kein Problem werden, weil ich hier mein FS dabei habe mit Heal und ja, auch so eigentlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass hier so ein großes Thema sein wird eigentlich. Da habe ich den schon mit Chars gemacht, die wesentlich schlechter equipped waren. Problematisch wird es dann mit dem Leech, wenn der den machen muss. Das wird wirklich problematisch. Weil die hat halt überhaupt keine Hitrate und so. Das wird wirklich schwierig. Habe ich überhaupt noch einen Fist of Revenge? Scheiße, ich würde glaube ich einen aufheben, hab's noch nicht gemacht. Fuck. Warum muss ich unbedingt nochmal nachschauen, ey? Dass ich den hier gleich gebe. Oder vielleicht hat sie sogar noch einen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich Dummkopf habe alles verkauft. Weil jetzt der Fist of Revenge auch nicht so viel Unterschied machen würde. Er macht nur 620, das geht tatsächlich. Das heißt, mit Crit ist nicht mehr als 1300 drin. Und das heißt, das kann ich alles easy wegheilen. Er hittet halt relativ fast. Aber ja, es geht noch. Meine Hitrate sackt halt ein bisschen, aber ja, der Damage ist eigentlich ganz okay. Nicht so viel besser tatsächlich als mit dem Sword of Silver Sword. Es hat doch nur 90 Angriff mehr oder so, also kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Und Angriffskraft bringt es ja leider keine. Nicht so wie die Lutsaga-Waffen und so. Na, ich will den eigentlich mal aus der Wand rauspullen, nicht, dass die Box verbuggt sind, dass die Drops verdroppt sind. Oh mein Gott, das wäre ja wirklich schlimm. Verdroppte Drops, das wäre ja wirklich, das wäre das Highlight des Abends, ne? Mit verdroppten Drops könnte ich ja jetzt echt einpacken. Damn. Dann können wir vielleicht noch auf den Markt kurz schauen danach. Vielleicht noch ein Schnäppchen finden. Und da haben wir es. Horde of Wainel. So, ich habe nicht einmal gefoodet. Das ist doch nice. Ich dachte jetzt gerade, ich habe mich nicht mal gebufft. Aber natürlich habe ich mich gebufft. Da hätte ich mich jetzt selber geschlagen. So. Ich finde die Jobquest, ohne Witz, die zweite Jobquest, ich finde die immer wieder geil, weil früher war das ja mega der Abfuck, aber seit die ja reworked haben vor ein paar Jahren, sind die ja so baby einfach mit den Quest-Taper auch noch, dass die dich noch anzeigen, wo du das nicht mal mehr selber suchen musst oder so. Aber ja, ich finde den Ort hier einfach nur so geil hier, also einfach das mit der Pyramide, ich finde das sieht so nice aus. Also das ist eigentlich eins der nicesten Sachen in ganz Flife. Dieses ganze Venegard-Klarfanggebiet, ja, das sieht einfach so nice aus. Also wirklich, das ist, ich finde, das ist richtig geil. Also wirklich, ich finde, das sieht so nice aus, wie auch der Himmel hier. Es ist einfach nur sau, richtig cool. Das Einzige, was nicht geil aussieht, ist das Wolkenmeer. Das sieht immer scheiße aus, aber ja, sogar die Lava sieht einigermaßen cool aus. Also, ich finde es echt nice gemacht und ja, macht eigentlich immer wieder Spaß, ein Chart Second Class zu machen. Meiner Meinung nach. So. Und auch hier einfach nur immer richtig cool. Mit den Wächtern. So. Erlesen wir uns wenigstens das durch. Ich sehe, dass es für dich nicht einfach war, die Aufgaben zu erfüllen. Ich kann aber spüren, dass du eine starke Energie ausstrahlst. Bist du bereit, die Energie des Blades zu empfangen? Durch dieses Ritual wirst du als Blade wiedergeboren. Kampf, Geist und präzise Kampftechniken werden ab jetzt deine neuen Attribute sein. Willkommen, Blade. Dankeschön. Ihr Vergnügen soll beginnen. Vergiss nicht, das Vergnügen wird die Welt vernichten. Alles klar. Soll ich jetzt keinen Spaß mehr in meinem Leben haben? Danke, dass du mir die Laune vermasselt hast. Danke, danke, danke. So. Weil die Blade, die Axe wird unter unsere First Hand kommen. Das heißt, wir brauchen die Blade Skills, weil die habe ich hier eh schon geskillt. Und dann ist Berserk eh das nächste. Das kann man easy maxen, das ist kein Problem. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es so oft nutzen werde, weil es fuckt mich immer mega ab, das alle 20 Sekunden neu zu machen.
Na gut, das hält 40 Sekunden. Ohoho, so viel gebe ich. So viel gebe ich dem Spiel. Es hält 40 Sekunden, nicht 20. Aber egal. Es kommt aufs selbe drauf an. Ich hasse es, mit Berserk zu leveln. So reicht es. Ich glaube, das ist das, was mich am Blade am meisten abfuckt. Einfach nur Berserk. Das ist das Einzige, was mich am Blade stört. Einfach nur dieser eine Skill. Der fuckt mich einfach ab. Der triggert mich richtig. Aber wirklich. Ich klicke immer in den Scheiß. Deswegen mache ich den auch immer zu. Ach fuck, wir sind jetzt auf Channel 1, ne? Jetzt kann ich es euch ja zeigen. Ich meine, okay. Es ist ja nicht viel los, ja? So viel sage ich ja nicht, ja? Aber was will man denn, dass hier in... Warum will man, dass hier 100.000 Leute stehen, ja? Das zeugt doch erst recht von Inaktivität, wenn hier 500 Leute zur Hauptspielzeit alle AFK rumstehen. Das zeugt doch von einem AFK-Spiel, also von einem Spiel, wo eigentlich kein Mensch mehr zockt. Aber hier drüben, die Gilden beim Gildenhaus... Also... Das ist für mich nicht tot. Tot ist für mich, wenn hier nicht ein Spieler auf Channel 1 spielt. Steht, das ist tot. Das ist nicht tot. Das ist nicht tot. Also, ich glaube, vielleicht haben manche Leute auch einfach ein Definitionsproblem, ja, von tot und lebendig. Ich meine, natürlich, ich sage jetzt nicht, es ist das pure Leben hier in Flaris. Ja, so ist es auch wieder nicht, aber behauptet ja auch kein Mensch, ja. Ich sage ja nur, dass es ist mehr los und... Das ist einfach wahr. Und es war nie tot. Das war es sowieso nie. So. Schauen wir mal den ATK-Wert an. 1176. Na gut, das Restcon bringt eh keine ATK. Aber 1500. 1600. Ah doch, die Scouts bringen ATK. 1604. Also schöne ATK bekommen. Das sieht so crazy aus, weil die GX so fett ist, ey. Holy shit. Damn. Aber ja, nice. Richtig schön. Wir haben jetzt auch 28 Crit-Rate, also not bad, not bad. Und Crit-Schaden haben wir auch ein bisschen was. Also damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, equip-technisch sind wir jetzt auf jeden Fall mindestens bis Level 90 erstmal ausgestattet. Ja, heißt jetzt nicht, dass ich mein ganzes Geld jetzt nur noch für CS oder sowas verballer. Aber ja. Das nächste wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich erst... Ja, kein DC, nice. Aber hier, ist das tot? Sorry, aber das ist nicht tot. Nur um das nochmal festzuhalten hier. Zarkas Knuckle 150 Mio. Ja, schauen wir als erstes mal ins AHA. Was mich tatsächlich interessieren würde, wäre, ob die mit dem Set noch da ist, jetzt 3 oder 4 Tage später. Aber ich denke mal nicht. Also mit dem Japanese Set. Aber wie gesagt... Oh, Giraffenmaske für 139 Mio. Alle Stats plus 5, Fernkampfabwehr plus 3. Naja. Ja, Schmuck schauen wir mal wieder. Da was Neues in der Haus ist. Plus 9, billig. Hier wird plus 5 für 35 Mio. Okay, etwas teuer. 490 Mio, Alter. Eberhard, was läuft denn bei dir falsch? Ja gut, den Mäus braucht man glaube ich gar nicht gucken, weil die sind so überteuert da. Boah, ne, da wird einem echt schlecht, wenn man sich das anschaut, ey. Holy moly. CS-Pads können wir wieder schauen, was so permanente, gerade die billigsten kosten. 100 Mio für ein Little Zombie, Alter, alles klar. Ja, immer noch 50, sowas. Ja, wenn ich meinen für 20 bis 30 sehe, dann kaufe ich ihn auf jeden Fall. Ach, was will ich mit Rare-Pad? Schauen wir wieder Mask, wobei Masks sind auch zu teuer. Weil die Giraffenmaske tatsächlich, die geht da sogar. Hier wäre STR, aber die kostet auch 133. Da kannst du dir auch die kaufen, ey, ohne Scheiß. Sieht zwar hässlich aus, aber egal. Damn it. Ja. Auch wieder nichts. Bunny Head F für 450 Mio. Little bit teuer. Ach. Ich glaube, der ist billiger geworden, oder? War der beim letzten Mal nicht noch teurer? Traurig genug. Dass man sich so über sowas Gedanken macht. Das ist alles außerhalb meines Preis-Budgets. Na hier tatsächlich 109 Mio. Aber halt M. 200 kostet wieder F, ne? Also ist so ist wieder so unfair, ey. Emanzipation bitte. 500 Mio für die Gauns. Ich meine, ich erwarte nicht, dass sich jetzt hier was verändert hat. Ich schaue einfach nur, ob es irgendein Schnäppchen gibt. 400 Mio für die Gloves, alles klar.
Ja, na, keine Veränderung. Nö, keine Veränderung leider. Dann stöbern wir mal so noch ein bisschen rum, aber ja, ich würde mal sagen, das war's dann. Ich weiß halt nicht, ey. Das ist ja jetzt echt die Frage, ja. Wofür investiert man das Geld, was ich jetzt gerade habe? Hier hat nur einen Lutzak, so. Oh! Oh, sowas tut ja auch weh, ey. Bitte, gib. Oh, Junge. Oh mein Gott. Oh, tut das weh. Das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht, ey. Oh mein Gott. Er hat ein Level Down 10. 400 Mio bis 500 Mio Item oder so. Oder vielleicht sogar noch teurer. Und hat ein Vigor plus 1 equipped, hat kein volles CS, hat keine zweite Waffe und, naja gut, okay, das ist, naja doch, Boots mit ohne Crit Damage erweckt. Oh mein Gott. Ich meine, sicherlich, das ist kein Blade, also kein Main Character, sieht man ja auf den ersten Blick, aber man weiß es nicht, ja? Vielleicht doch, also man weiß es nicht. Ah, Moment mal, da waren gerade Rescon Boots. Ach, die waren M und der Rest ist eh unerweckt. Ja, sowas tut einfach nur weh. Aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt echt kein ernst gemeinte Char war. Wobei ich mich dann frage, wofür man Level Down 10 auf einen Char macht, der Shock Char wird. Aber okay, akzeptieren wir es einfach. Kaufe der eine plus 9. Alter. Oh, was soll man da Schönes? Na, doch nicht so schön. Wir haben ja eh ab 75 Luzagas-Sorts, von daher braucht uns das eh nicht interessieren. Aber es hat mich jetzt einfach interessiert. Alter, jetzt geht rein. Dammit. Tu. Die Shops nicht in meinem Geschmack heute. Ja, ich weiß gar nicht, ob, wenn die jetzt wirklich noch da. Moment mal, das ist die doch, oder? War das nicht die? Ich glaube, das war sogar die da. Doch, ich meine schon. Die hat ja auch so irgendwie so einen komischen Shopnamen. Ist ja auch egal. Jedenfalls, selbst wenn es jetzt noch mal da wäre. Würde ich es wahrscheinlich tatsächlich trotzdem nicht kaufen. Oder vielleicht schon. Kommt auf den Preis an. Das ist ja die Frage, ne? Langfristig wären wahrscheinlich die Prozente besser, aber erstmal würden ja die Ringe viel mehr Damage bringen. Das Problem ist aber halt mit den Ringen, dass du die halt nicht bekommst so billig und vor allem halt nur einen für das Geld. Ist einfach alles schwierig. Alter, ich bin gerade echt zu dumm, Shops anzuklicken, Mann. Holy moly. Dammit. Der eine Ring wäre natürlich Bombe, aber boah, die sind, was, kennst du es für 50 Mio mittlerweile? Die sind echt günstig, ey. Auf Kaufe Sheet und scheiß das Ei-Equip. Die Luzake-Hex hat immer noch keiner gekauft. Naja, mich wundert's nicht. Sie ist zwar nicht wirklich teuer, aber was bringt eine Dozaka-X plus 5? Ich meine, natürlich, sie hat ein bisschen mehr Schaden, aber kannst du dir auch für 700 Mio billiger die, keine Ahnung, Clean kaufen. Also, er spricht nicht wirklich viel dazu, dafür, die zu kaufen. Für 7 Crit Damage für die 80 Mio, Alter. Jeez, ey. Es muss unbedingt wieder ein Event her. Also die Preise von Sachen, die es bei früheren Events gab, die explodieren so hammerhai-hart. Also am besten müsste es ein Event geben, wo es eine Box gibt, wo einfach alles drin sein kann, was es jemals bei Events gab. Und die Box kriegst du für nur 5 Quest-Items oder so. Event-Items. Und die Event-Items droppen fast bei jedem Mob. Sowas bräuchte man mal. Einfach nur damit die Preise senken von Sachen, die es einfach nicht mehr gibt. Ich meine, das ist in jeder Wirtschaft so, Sachen, die es nicht mehr gibt und die trotzdem beliebt sind, der steigt der Preis ins Unendliche. Aber ja, trotzdem, es ist einfach, ich finde es einfach blöd, so limitierte Sachen zu machen, fand ich schon immer nicht so geil. Außer wenn es irgendwie so seriengebundenes Zeug ist oder so, was man nicht traden kann, aber wenn man es traden kann. Oder einfach so Events, die man halt dann nicht mehr macht, ey, also sowas ist einfach nur scheiße, finde ich. Vor allem, wenn du danach anfängst und dann erfährst, ja, wow, das konntest du früher mal bekommen und jetzt nicht mehr, jetzt musst du es halt für zig Milliarden von anderen Leuten kaufen. Boah. Schon, ich finde es nicht so geil. Boah, der könnte den Shop auch überteuert nennen. Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen, aber ich lasse es lieber.
Genau, Gluxe macht auch Blade. Jetzt hat er es sogar ins Video geschafft. Er hat mir gestern geschrieben, er will auch mal ins Video. Jetzt war er drin. Allemal Hashtag Gluxe. Nee, Spaß. Aber ja. Jetzt hat er es auch geschafft. Ich weiß nicht, wie, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich mir die Giraffenmaske kaufen soll. Ohne Witz. Weil die nicht mal die beste ist, ja. Diese 2015er Masken oder so. Weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Aber die kosten halt auch so viel. Die wären aber viel besser. Aber kosten halt auch echt das Zehnfache von der Giraffenmaske. Aber es ist so schwer, das zu entscheiden, weil einfach alles so teuer ist. Das fuckt halt mega hart ab. Es gibt halt nichts Günstiges, was du dir irgendwie kaufen kannst. Und 100 Mio sind nicht mal so wenig eigentlich. Ja, es ist einfach nur so nervig. Also Casino-Sachen, es bringt ja auch nichts, einen Teil davon zu kaufen. Also, gut, bringt's schon. Aber, ja, man kauft sich sowas ja, um dann einen Set-Effekt zu bekommen. Dann hast du ihn halt nicht. Ja, na scheiße, in den Shops. Sorry an alle, die gerade einen Shop offen haben, aber für mich ist nichts Interessantes dabei. Ich weiß nicht. Na, heftig wäre es natürlich schon. 5 STR brauche ich, 5 Decks brauche ich, 5 STA brauche ich und 3, na gut, Fernkampfabwehr. Das ist jetzt die Frage, braucht man das? Aber ich weiß nicht, die anderen Masken, sind die denn noch da? Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr geschaut. Ja genau, diese Tageuk-Mask und die andere, weiß ich nicht, wie die hieß, Soul-Mask. Genau, also diese 2014 sind die, 2015. Diese anderen Masken halt, die wären halt besser, aber man sieht ja die Preise, ey. Und das ist ja die STR-Int-Maske. Gut, für Asala vielleicht nicht ganz uninteressant, aber die STR-Dex, wobei eigentlich würde ich sogar die nehmen. Weil Dex, finde ich, braucht man jetzt nicht so unbedingt und vor allem mit so schlechten Equipes STR-Nische verkehrt. Puh, ey, ich bin gerade so hart am Überlegen, ohne Scheiß. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? RIP, wer hat's getan? Schreiben wahrscheinlich alle in die Kommentare, ich habe letztens eine Giraffenmaske für 20 Mio gesehen. Dann bin ich RIP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Das ist... Oh mein... Alter, what the fuck. Das sieht so retarded aus. Holy fucking shit. Man sieht halt nicht mal mehr die Augen, ey. What the fuck? Das ist echt der einzig wahre Giraffenkürbiskopf. Holy moly. Warte, ich überlege gerade, ob ich mir... Ey, haben sogar alle Equip an heute. Ah, not bad. Oh, 16 Crit Damage auf den Boots. Na, die Suit ist... Wow. Alter, das ist voll guter Weg, bis auf die Suit. Not bad, not bad. Not bad at all. euch mir diese Flower Ribbon kaufen soll zum Skinnen. Ich meine, die 4 Mio mehr... 4 Mio mehr machen das Kraut jetzt auch nicht wirklich fett. Das ist jetzt die Frage. Wobei, nee, ich kauf's nicht. Also ich kauf's billiger. Beziehungsweise, das sieht man so oft in Shops für eine Mio oder für 100k, weil es die beim Secret Drop Event einfach massenweise gibt. Dafür gebe ich jetzt keine 4 Mio aus. Vielleicht habe ich ja heute noch Glück und finde welche. Schauen wir mal. Aber eigentlich sehe ich die schon relativ häufig. Die sieht man eigentlich immer. Meistens so für 1 bis 2 Mio oder sowas. Hast du schon ein Video gemacht? Aber hoffentlich schreibt er jetzt nichts. Hoffentlich schreibt er jetzt nicht Penis. So wie gewisse Gildenmitglieder. Was ist das danach? Oh, Bullshit. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, längere Folge heute mal wieder, alles mit dabei. Und ja, wow, die hat den Namen Ticket. Das muss auch ein alter Char sein, ey. Der muss richtig alt sein mit dem Namen. Oder der Char wurde gelöscht, keine Ahnung. Egal, jedenfalls, ja, sind wir jetzt Blade, ja. Damage-Test machen wir dann beim nächsten Mal oder so, schauen wir mal. Habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Egal, machen wir beim nächsten Mal. Bei so viel höher, ich
ja, ich werde jetzt 2000 oder so machen und habe jetzt 100% Attack Speed. Das ist halt ein Vorteil und ich critte halt jetzt auch ab und zu. Das ist halt auch ein Vorteil. Aber ansonsten wird es jetzt nicht so extrem viel verändern. Genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.